Moin, moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Peschmerger und solche, die es noch werden wollen. Ich bin der Seno, ich heiße euch herzlich willkommen bei... Was spielen wir hier? Wie heißt dieses Spiel nochmal? Dyson Sphere. Satisfactory und Dyson Sphere Program zu einem neuen Namen kofferwortmäßig zusammenschmelzen lassen. Das übersteigt gerade meine kognitiven Fähigkeiten. Das kriege ich nicht hin. Stellt euch vor, ich hätte etwas Lustiges gesagt, liebe Leute. Also es fehlen uns noch so viele blaue Greifarme. Ist echt belastend. 68 werden gleich nochmal gebaut, aber ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Wir brauchen auch schon wieder Stahl für noch mehr. So, was wir aber machen können, wir können akzeptieren, dass wir hier die Roten rauslaufen lassen, hier die Braunen rauslaufen lassen und die jeweils hier und hier zusammenführen. Also und dann den reindrehen. So. Weil wir Fischfilter mögen, benutzen wir unsere geliebten Fischfilter. Das ist mein Signature-Move quasi. Fischfilter. Und hier unten auch Fischfilter, aber auf der anderen Seite bitte. Da. Zack. Da sammeln wir das einmal weg. Sammeln das einmal weg. So. Greifarme, Leute. Platziert mehr Greifarme. Wie viel fehlen denn noch? 33 Stück, glaube ich. Hier oben auch noch ein paar. Hier oben keine mehr. Drei und... Na doch, zwei noch. Also noch 35 Greifarme. Wenn wir Ziegel haben, müsste das passen. Und dafür hast du nicht genug Fantasieglücksrüde. Ach, Menno. So, das machen wir. Und dann 100 Stück werden produziert. Dauert einen ganz kleinen Moment. Mit ein bisschen Glück haben wir nochmal... Punkte, die wir verteilen können. Ja, Geschwindigkeit sind wir auf 415%. Haben wir nochmal 15% schnellere Crafting-Geschwindigkeit uns hier raushantiert. Und ja, im besten Fall sollte das jetzt hier Zap the Rap-mäßig durchdrehen. Ja, eigentlich sollte das jetzt laufen. Dann haben wir einmal braun hier unten, dann haben wir rot da oben. Wir könnten dann gleich nochmal Container hinklatschen, dass wir quasi zweimal Bufferkisten haben. Schön große. Und dann bringen wir das zu unserer Forschungsanstalt, die noch nicht gibt. Hau dich mal aufs Ohr und nochmal Glückwunsch, ne? Für dein Achievement heute. Zip. Was wollte ich denn jetzt? Achso, hier. Nochmal ein kleines bisschen Stahl mitnehmen. Ein. Ne, wir brauchen nochmal deutlich mehr als ein. Das hier ist auch ein Provisorium. Ja, das stimmt. Das hier ist auch ein Provisorium. Und auch kein schönes. Wir machen das weg. Wir machen so. So. Wir machen Stahl und wir lassen... Wir machen das einmal ganz unproblematisch und einmal ganz unkompliziert. So. Und dann. Liegt hier gleich ein bisschen mehr Stahl drin. Das ist ein Provisorium jetzt hier. Das ist ein Provisorium, ja. Und tatsächlich hätte ich zumindest hier eigentlich ganz gerne auch schnelle Greifer. Nicht. Jetzt kommt hier schneller Stahl raus. Mit mehr Stahl können wir mehr Container bauen. Mit mehr Containern können wir da unten die Sachen einlagern. Wir können uns jetzt nochmal die restlichen Labore eben in der Zwischenzeit einmal holen, die wir hier noch brauchen. Und dann geht die Produktion gleich hoch. Im nächsten Teil werden wir uns dann die Grüntech-Karten holen.
Oder vielleicht erstmal so Sachen wie Greifarme automatisieren, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Aber seht ihr das, jetzt kommt hier wenigstens ein kleines bisschen Stahl raus. Was ist da schon wieder los? Oh mein Gott, findet ein verlassenes Dorf. Ich muss die Schrift unbedingt umstellen, die ist echt ein bisschen schwer zu lesen, das Lila. Leider kann ich sie nicht so umranden. Aber danke, oh mein Gott, für dein Abo. Oh mein Göttchen, viel Spaß in deinem versteckten Dorf. Du cooler Junge, du. So, 4 Stück. Ja, 2 Container reichen tatsächlich erstmal. Und mit dem Rest machen wir nochmal mehr blaue Greifarme. Die brauchen wir auch noch. Holen wir uns also nochmal einmal ein letztes Mal Ziegel. Und dann haben wir es gleich geschafft, ne? 25 Minuten streamen wir noch ungefähr. Wie geht's dir, OMG? Geht nochmal mehr Ziegel. Und machen wir uns nochmal den letzten Start und dann haben wir gleich genug blaue Greifarme. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hat auch ein bisschen gedauert, ich gebe es ja zu. Aber die Basis wächst, was willst du machen? Es ist halt so am Anfang von Factorio, ne? Bis das alles erstmal so läuft, wie man sich das wünscht, dauert es immer einen kleinen Moment. Gut, boing, 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 boing. Aber guck mal, hier wird jetzt schon produziert und die ersten roten Tech-Karten kommen auch schon raus. Das heißt, das läuft. Ich glaube, es sind sogar mittlerweile alle, warum nicht? Warum gehen die Tech-Karten da nicht rein? Jetzt, so. Genau. Guck mal, die Blanko-Tech-Karten können wir auch erstmal hier reinschmeißen. Dann bin ich die nicht mehr im Inventar hab. Gut. Läuft. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Guck mal hier, das läuft richtig. Hier wird produziert. Alles läuft so, wie es soll. Es fehlen keine Greifarme mehr. Das Ding ist jetzt perfekt. Ja, das müsste genauso funktionieren, wie wir uns das erhofft haben. Überall hier wird gebaut. Da kommt die nächste Reihe roter Tech-Karten. Und wenn wir jetzt mal in die Produktion so interessehalber gucken. Auf die letzten 10 Minuten müssten wir auch sehen, wie die roten Tech-Karten explodieren. Jo. Da waren wir ganz lange bei 0. Und jetzt jettet das nach oben auf knapp. Das Ziel ist 900 pro Minute. Ja, und wir sind jetzt bei 686. Und steigend. 788. Na, hier geht's hoch. Sehr schön. Müsste bei den Braunen auch ähnlich aussehen. Da geht's mal hoch, mal runter. Das ist tatsächlich ein bisschen wenig immer noch. Eigentlich sollten wir da auch bei 900 sein. Wow, bei den Roten waren wir bei 1,2? Also das ist pro 10 Minuten. Ja, nee, pro Minute. 660 pro Minute. Wie gesagt, eigentlich sollten wir hier auf 900 kommen. Aber hier waren wir tatsächlich auch schon auf 900. 1100. Es geht dann immer runter, es zählt ja der Mittelwert. Das heißt, so bei 900 müsste sich das eigentlich einpendeln gleich. 760. Ich guck mal eben, warum das noch nicht so hundertprozentig bei 900 liegt. Woran könnte das scheitern? Strom ist da. Strom ist da. Ressourcen sind auch genug da. Dann darf es eigentlich kein... Ah. Okay. Die kriegen das nicht schnell genug rausgepackt. Seht ihr das? Das ist ein kleines Problem. Eigentlich. Ich weiß es nicht, Kuxinator. Kann man das irgendwie nachträglich rausfinden? Ich weiß es nicht. Ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich einen eingestellt habe oder ob ich das vergessen habe. Ja, wie gesagt, das könnte tatsächlich ein Problem sein, dass die hier nicht schnell genug rauspacken. Im Grunde müsste ich das genau andersrum haben. Dass die blauen rauspacken und die roten rein. Dann wäre das okay. Wobei, sie packen schneller raus. Wenn wir genau hingucken. 10. 10, ja, 11. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher.
Zumindest mit dem nächsten Stack-Bonus wird das sich selbst regulieren. So. Spätestens wenn wir den nächsten Stack-Bonus haben, wird das besser. Ich weiß nicht, kann man das nachträglich rausfinden? Und warum haben wir hier keinen Strom mehr? So, die sollen natürlich auch weiter produzieren. Gut. Oh nein! Sind sie tot? Wir hatten Aliens in der Basis. Ich glaube, das war aber kurz der Strom weg. Was für Dullis. Oh, baut mir das nochmal auf, bitte. Es ist nicht so viel kaputt gegangen. Aber immer noch genug. Aufbauen und reparieren, bitte. Habe ich keine Reparaturkits mehr? Kann ich welche bauen, bitte? Ich brauche Steine. Das ist Sand. Ich brauche Steine, kein Sand. Bauen wir kurz ein paar. Ich weiß nicht genau, wo die Aliens hergekommen sind. Hm. Naja. Mal schnell hier alles wieder heile machen. Ah, okay. Ja, stimmt, hier liegen auch keine Leichen, du hast recht. Der Meteorit ist hier reingecrashed. Wenn der Mond in dein Ghetto kracht. Du hast gut aufgepasst, Millie. Kudos an dich. Ja, hier liegt tatsächlich auch ein bisschen was. Aber das blockt nicht, ne? Ne, blockt nicht. Liegt einfach nur in der Gegend rum. Okay. So, also rote und braune Chips check. Dann würde ich sagen, bauen wir uns jetzt hier einmal. Mein Inventar hasst mich jetzt schon wieder, aber es hilft nichts. Abreißen. Und wir bauen unser Forschungslabor hier oben hin. Wir gehen dann, wir lassen ein bisschen mehr Platz. Wir gehen hier oben irgendwo hin und bauen hier oben so unsere Forschungsanstalt hin. Noch ein bisschen weiter raus hier. Drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn. Mal schauen, wie ich das genau mache. Du kriegst ein Sternchen in dein Heftchen geklebt. So, das sind 10, ne? 10, 30, 40, 50. Ich weiß nicht genau, wie viel Labor ich jetzt gerade im Inventar habe. Noch 12. Dann machen wir auf jeden Fall noch mal eine und dann noch mal eine Reihe. So, und diese Reihe hier kommt dahin und hier ganz außen fehlt dann einmal Strom. Und dann, um auf Nummer sicher zu gehen, machen wir einmal Strom nach oben. Hier ein Feld zur Seite und dann laufen wir einfach einmal hoch. Habe ich nicht genug Strom? Also das ist jetzt echt eine, die Botschaft, die du hier für mich parat hältst. Das war auch interessant. Ich habe nur das Steinchen und den Damage gesehen. Da war klar, was los war. Ja, die Asteroiden sind geil. Das ist ein geiles Feature tatsächlich. Es kann sehr nervig sein, ja, aber im Großen und Ganzen ist es cool. Gucken wir mal. Noch Dampfmaschine im Inventar zufällig? Nee, ne? Alles gut. Aber Strom geht ja auch noch. Dann haben wir einmal Strom nach oben gelegt, wir legen auch nochmal Strom nach unten. Und wenn wir das alles gemacht haben, haben wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Produktivitätsspeed. Wir gehen nach links. Holen wir die Tränke, die Tech-Karten. Na, da fehlen jetzt noch die grünen. Es sind jetzt nur die ganz normalen und die roten. Aber damit lässt sich schon mal arbeiten. So. Und zwar werde ich das machen, indem ich ganz unkompliziert erstmal beide
hier einmal zusammenlaufen lasse. Das wird nicht so bleiben. Die werden irgendwann nochmal umziehen. Das ist jetzt auch erstmal nur ein Provisorium. Weil da ja die Grüntech-Karten dann auch noch irgendwie reingespeist werden sollen. Dann werde ich mir wahrscheinlich eine Schaltung überlegen, die dafür sorgt, dass das alles ein bisschen reibungsloser funktioniert. Aber das sehen wir dann. Erstmal wichtig, dass die Forschung überhaupt wieder anspringt. Was cool wäre, können wir bei uns nicht leisten, wäre ein Radar hier. Und was auch cool wäre, wären vielleicht ein oder zwei Verteidigungstürme. Aber das ist alles Wunschdenken. Haben wir alles nicht, kriegen wir alles nicht, kostet alles Geld. Zahlt doch keiner. Aber da kommen jetzt unsere beiden Tech-Karten. Und wenn wir gucken, Produktion sind wir pro Minute 850 und 760. Das ist okay, das ist in der Nähe von dem, was ich eigentlich haben will. Hier, wenn wir die beiden Dinge angucken pro 10 Minuten, sind wir hier so bei, in der Mitte bei etwas unter 900 und hier bei etwas unter. Wobei das geht tatsächlich noch hoch. Das Orange passt sich hier oben tatsächlich gerade an, die Basic-Tech-Karten. Na, hier. Ich liebe Graphen. Graphen sind so schön. Und wir produzieren auch schneller, als dass wir verbrauchen. Also, was willst du mehr? Was willst du mehr? Was fehlt dir hier? Achso, Ziele. Was willst du denn mehr? Das ist alles so schon gar nicht so schlecht. Und jetzt gleich wichtigste Forschung ever, Shotgun Damage. Ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Wir haben halt auch nicht mehr so viel, aber grüne Tech-Karten folgen dann morgen bzw. Montag. Und das brauchen wir, elektrische Karten. Dafür werden wir uns... Ich werde mal gucken, ob ich noch meine alten Spielstände habe. Da hatte ich eine richtig schöne Blaupause für grüne Chipsherstellung. Die war skalierbar, die war perfekt eingestellt von den, was man braucht dafür. Das war schön. Das war richtig schön. Und mehr ist das ja auch nicht. Grüne Karten im Grunde und noch ein paar Zahnräder und dann passt das. So, wir haben hier noch mal ein paar Steine. Weg damit. Dann haben wir hier noch mal ein paar Ziegel. Das ist echt lame wenig, ne? Wir können irgendwie viel mehr Ziegel herstellen. Ich meine, das ganze Gebiet hier zu betonieren wird halt schon einen kleinen Moment dauern. Aber naja. Okay, aber das ist doch alles erstmal ganz gut. Was wir machen können, bevor wir gar nichts machen, ist nochmal die restlichen Dampfmaschinen da oben wieder auffüllen. Boiler, weiß ich gar nicht, ob ich noch welche brauche. Wir produzieren einfach welche für den Fall der Fälle. Greifarme haben wir im Petto, Stahl. Nehmen wir mal ins Inventar mit. Das ist okay. Und dann geht's jetzt los. Hier, Dampfmaschinen. 28 Stück, läuft. Ich glaube, wir brauchen sogar noch mehr. Guck mal, erforscht, wir machen direkt weiter. Ja, ein paar davon brechen wir nochmal ab, weil ich kann mir Motoren und Zahnräder hier oben nehmen. Die liegen ja hier hinten rum. Na, hier einmal die Motoren. Immer ein paar sind das. Hier ein paar Zahnräder. Er beschwert sich schon wieder. Also Zahnräder, danke. Ja, bitte, danke. Und hier unten ein paar Motoren und ein paar Dampfmaschinen. Und dann können wir das alles wieder nehmen. Naja, nicht alles, aber einiges. Und laufen dann jetzt erstmal los, bevor er sich hier gleich beschwert. Den können wir nochmal löschen, ist gut. Das einmal gelöscht ist auch gut. Können wir den Rest mitnehmen. Print Game Difficult Settings Technology Price Multiplier. Guckst du den auch? Danke, ich werde mal gucken. Deaktiviert das Achievements. Ja, ist ein C-Command. Das, ich habe ja gespeichert, dann können wir laden. Ist egal. Eins. Das ist eins. Voll lahm. Ich hätte gerne mehr gehabt. Kann man den nachträglich noch hochsetzen? Nach Spielstart. Weil ich mag erhöhte Faktoren. Beim letzten Mal hatten wir auch einen erhöhten Faktor. Das habe ich diesmal irgendwie verpeilt. Leider Godes. Habe ich eigentlich schon Landfill? Nee. Magst du mir einmal erklären, wie? Dann würden wir das auch noch machen. Du säbelt dann wahrscheinlich auch Achievements, ne? Aber egal.
Egal, würde ich trotzdem machen. Guck mal, Bullet Speed ist da. Weil wir bauen schon relativ groß, weißt du? Und wir haben auch extra die Ressourcen hochgestellt. Daran erinnere ich mich. Wir haben die Ressourcen hochgestellt. Und wenn man schon die Ressourcen hochstellt, würde es ja irgendwo auch Sinn machen, wenn man dementsprechend auch mehr Bedarf hat. Und dann einfach eine Zahl noch dahinter. Ich guck mal eben. Gleich machen wir mal 100. Und jetzt gucken, ist er jetzt bei 20.000. Yo, da war schon viel mehr Spaß. Nice. 25.000. Ja, das finde ich gut. Ich habe mal 100 genommen, nicht mal 1000. Nee, mal 100 ist okay. 100 kann man machen. Mal 100 kann man, denke ich, mal machen. Man kann den noch mal runterregulieren, wenn ich dann irgendwie merke, das ist zu cranko-manko, dann stellen wir den noch mal runter. Aber ich glaube, erstmal bin ich damit ganz einverstanden. Gucken wir hier noch mal ein paar Blaugreifer. Und das habe ich. Ja, dann holen wir noch mal ein paar Labore dazu. Ja, wie gesagt, man kann es dann ja noch mal runterregulieren, wenn man erstmal soweit ist. Aber erstmal, um da hinzukommen, darf es ja ruhig ein bisschen herausfordernd sein, oder? Denke ich doch. Man stelle sich nicht so an. ist auch schon eine Ansage. Aber dann gut, ist halt so. Machen wir auf jeden Fall noch ein paar Labore. Aber alles gut erstmal, alles gut. Hier wird gebaut, da wird gebaut. Wir sind zufrieden, es ist alles schön. Ich habe gleich noch ein Duplo zum Essen. Alles gut. Ja, hier, ich kann die Karten nochmal weghauen. Hier die Basic Cards hier oben hin. So, aufgeräumt. Für Forschungsfaktor 1 hättest du auch viel zu groß gebaut. Da hätten zwei Forschungslabore gereicht. Ja, ist wirklich so. Forschungsfaktor 1 ist halt okay. Aber na, 100 ist jetzt halt auch nicht verkehrt. So, passt schon. Passt schon. Wobei, ich glaube, es ist irgendwie verbuggt. Weil ich bin der Meinung, bei 25.000, 1% von 25.000 250. Wir haben doch schon. Wir haben doch schon mehr als 250 Dinger. Ich glaube, es ist verbuggt. Was siehst du, dass an der Mining Productivity tut sich gar nichts. Also wir haben noch nicht mal 1% jetzt. Ihr seht das hier oben, aber wir sind immer noch bei 0%. Habe ich vielleicht mich vertippt oder so? Ich bin ein bisschen skeptisch gerade, weil wir immer noch bei 0% sind. So, und selbst bei 25.000, was wir hier oben haben, müsste sich das schon auf 1 hochgekrabbelt haben gerade. Also das ist tatsächlich, der Balken ist auch noch komplett leer. Das ist echt ein bisschen. Aber ich habe auf 100 gestellt. Ich stelle mal kurz auf 10. Nee, okay, er ist gerade bei 10%. Ja, okay, dann müsste er bei 100 jetzt gleich 1. Jetzt hat er 1. Jetzt hat er 1%. Okay, wir waren kurz davor. Dann ist alles gut. Dann ist alles so, wie es sein soll. Machen wir vielleicht auf 50, sonst dauert das echt ewig. 50 ist auch noch okay. Machen wir 12.000. Passt schon. Wir werden das, glaube ich, immer mal wieder ein bisschen rumstellen. Alles gut. 2%, so ist doch schon schön. So, nichtsdestotrotz, was machen wir als nächstes? Im Grunde will ich jetzt kein großes Projekt anfangen, weil wir in 10 Minuten aufhören oder in 6 Minuten sogar. Als nächstes wollen wir automatisieren Greifarme und Stahlproduktion würde halt Sinn machen. Stahlproduktion würde schon massig Sinn machen. Das müssten wir im besten Fall hier unten, weil wir dafür Holz brauchen. Wobei wir hier oben die Kohle haben. Vielleicht machen wir hier drüben Stahlproduktion. Wobei hier ist Eisen. Darum haben wir auch ein bisschen Kohle, aber das ist tatsächlich echt lächerlich wenig. Komisch, ich habe so komisch zerstückelte Felder. Seht ihr das? Das ist hier voll so kleine Felder überall. Ja, wo wollen wir denn zum Beispiel Stahl produzieren?
kann ja schon mal gucken für ein volles Förderband Stahl, was wir da so brauchen. Stahlplatte. Und wir nehmen die Stahlplatte hier. Und wir sagen auch wieder, ein gelbes Förderband erstmal ist okay. Das sind wieder 900 Stück pro Minute. Das wissen wir, wie viel bräuchten wir? 48 Öfen, das geht. Das ist tatsächlich nicht so viel. Bräuchten wir zwei Belts Eisenplatten. Ja. Zwei Belts Eisenplatten ist schon krass. Würde es Sinn machen, wenn wir die 7,1 Millionen hier oben einfach nur für Eisenplatten benutzen und uns irgendwo noch ein Eisenfeld extra für Stahl holen. Da hätten wir hier unten 14 Millionen. Wir hätten hier oben 19 Millionen. Und wir hätten Wasser und Kohle immerhin in der Nähe. Brauchen wir ja alles fürs Stahl, weil wir brauchen Holz. Hätten wir hier... Das ist gar kein Wasser. Ah, fail. Ich dachte, das ist Wasser. Das ist aber kein Wasser. Hier hätten wir Wasser und Eisen, aber das ist auch wenig Eisen. Also, Real Talk, hier kriegen wir halt nicht so viel raus. Unangenehm. Ich will doch keine Züge bauen. Ihr wisst, dass ich nicht gerne mit Zügen baue. Hier oben ist relativ viel Eisen. Da ist Wasser und Eisen und Kohle. Hier oben könnten wir Stahl machen. Aber das ist dann halt da oben. Das ist dann echt schon weit weg von da, wo wir eigentlich gerade produzieren wollen. Ein bisschen. Vielleicht müssen wir doch eine kleine, wenigstens eine kleine Stahlproduktion hier reinbauen. Nur so für Greifarme und so. Dass wir nicht ganz ein volles Förderband Stahl machen. Vielleicht ein halbes oder so. Dann brauchen wir eine Eisenlane. Weil hier haben wir halt auch das Holz dafür. Ja, Kohle von hier. Holz von hier, Eisen von da, könnte man hier unten ein bisschen Stahl machen. Die kenne ich tatsächlich auch, wobei ich glaube, ich habe damals noch eine andere Mod, die ähnlich funktioniert, mal angeguckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich genau die angeguckt habe. Oh, ich liebe diese Drohnen, ne? Die sind einfach chillig, Mann. Auch diese Animation, wie das hier so reingespuckt wird, ist einfach schön. Moin, moin, du Geil. Einfach schön, Nobby Nobs. Hallo. Hallo, Nobby Nobby. Wir müssen ins Bett. Nee, aber ernsthaft, ich muss leider noch Schluss machen. 27 Minuten. Viertel nach 10. Ich muss noch abwaschen und so. Wir holen noch mal mehr Labore. Wir gehen noch einmal rüber, packen die Labore dahin und ich denke mal, dann sind wir für heute auch durch, meine lieben Freunde. Ne? Habt ihr was Schönes am Wochenende vor? Habt ihr schöne Pläne? Ich freue mich so mega auf meine Freundin morgen. Ihr macht euch keine Vorstellung. Ja, vielleicht macht ihr euch auch Vorstellung, wer weiß. Ja, Nobby, was soll ich denn sagen? Ich bekomme morgen früh Besuch. Ich kann heute nicht so lange wach bleiben, weil meine Wohnung sieht aus wie ein Stück Analkruste. Und deshalb muss ich hier noch ein bisschen sauber machen. Nicht jeder mag Analkruste. Auch nicht jeder verabscheut Analkruste. Komischerweise. Aber denkt da nicht zu viel drüber nach. So, hier wird produziert. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Wir machen hier nochmal einen kleinen Highway. So. Sollen die mir das alles einmal aufbauen und dann... Was fehlt hier? 35 Stück. Ja, das müsste hinkommen. Müsste hinkommen. Grob. Lassen wir sie mal arbeiten. Das ist brutal, Mili. Aber seht ihr euch unter der Woche oder seht ihr euch eigentlich auch nur am Wochenende? So oder so kacke. Also, ich geh noch mal einen weiter nach oben. So. Pop, 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 pop. Na.
7% Mining Productivity. Ich muss beim nächsten Mal die Cam ein bisschen runterschieben, dass ihr hier den Forschungsfortschritt seht. Aber wir sind hier oben bei 7%. So geht das. Ne? Und ihr seht ja hier, guck mal, das Förderband ist immer noch voll, einfach weil das so lange dauert hier. Das ist auch eine 60-Sekunden-Forschung. Die dauert halt tatsächlich ein bisschen. Das Lustige ist auch, das ist das Letzte, was wir brauchen. Das würde halt tatsächlich mehr Sinn machen, wenn ich einfach mal Bullet Speed nehme. Das braucht nur 10.000. Und wir haben ja Türme, die kämpfen. Das würde also 1000-mal mehr Sinn machen, wenn wir das erforschen. Und in der Woche sehen wir uns nur per Cam und jetzt die ganze Zeit nur so. Mein Beileid, das ist belastend. 3 Wochen ist schon... Das ist schon nicht mehr schön. Ich bin ja durchaus ein Mensch, der so seine Freiheiten auch ein bisschen genießt und dann persönlich damit auch ganz gut klarkommt, wenn ich mal jemanden nicht direkt sehe oder so. Aber... Nee. Auf Dauer ist das nichts Schönes. So Leute, wir machen jetzt Feierabend, wisst ihr das? Wir sind bei einer halben Stunde, ich kriege jetzt eh nichts mehr, ich will kein Projekt, wie gesagt, anfangen. Ich hole mir hier nochmal einmal Ziegels. Oh ja, ein paar Ziegels und dann ist gut. Wobei, wisst ihr, was wir noch machen? Wir machen Folgendes, wir machen nochmal eine klitzekleine Sache. So. So. Einfach, weil ich Bock drauf hab. Können meine kleinen Drohnen bitte anfangen zu bauen? Danke. Dass man die aber auch immer wieder bitten muss. Guck mal, dann machen wir so und sagen hier einmal Ziegels. Dann machen wir da überall Ziegels hin. Hört doch mal auf, so faul zu sein. Arbeitet! Danke. Komm, da fehlt noch was. Der Rote ist auch richtig. Der Rote hat ja auch überhaupt keinen Bock, irgendwas zu machen. Seht ihr das? Der hat gar keinen Bock, was zu machen. Was für ein Assi. Was ein Assi. Feier ich ja mal gar nicht. So, Ziegel werden produziert, jedenfalls theoretisch. Und die ganzen Ziegel laufen dann bitte hier über einen Loader bitte einmal in eine Kiste. Kurz gucken, ob das alles auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nicht mal die bauen sie. Stehen daneben, machen nichts. So. Ein paar Ziegel kommen. Klonki, klonki, klonk. Und schon steigert sich unsere Ziegelproduktion. Ja, und schon läuft das hier rein. Und wir haben unsere Ziegelproduktion erhöht auf Steiggrade von im Schnitt, was haben wir hier so in der Mitte? 150 auf wahrscheinlich, steigt sogar noch mehr, 500 oder sowas. Ordentlich. Ja, weil wir müssen hier ordentlich pflastern. Anders geht das nicht. Wir müssen hier schon ein bisschen pflastern. Das ist auch ein riesiges Steinfeld. 6,3 Millionen, damit lässt sich arbeiten. So, 500 Ziegelchen nochmal da und da hinten nochmal ein paar Ziegelchen und hier nochmal ein paar Ziegelchen. Das ist alles sehr gute. Sehr gute. Guck, und da kommen sie an und dürfen dann gleich wieder weiterarbeiten. Leute, wir machen jetzt hier Feierabend. Wir machen jetzt hier ein kleines Speichern. Dann machen wir ein kleines Quit-Game. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Wir machen das ohne große tränenreichen Abschied. Ich muss abwaschen, ich muss putzen. Kann ich mir Schöneres vorstellen? Nein, ich würde lieber bei euch bleiben, anstatt jetzt zu putzen, bin ich ehrlich, aber ich muss putzen. Ich habe euch gern. Danke für den Support, danke für die Abos, danke für die Bits, danke für die Follows, danke für das Dabeisein. Und meine lieben Leute, wenn ihr wollt, sehen wir uns am Montag wieder. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Es könnte sein, vielleicht, wenn ich die Zeit finde, werde ich morgen noch eine Runde ballern.
Meine Mutti wartet eigentlich drauf und ich möchte die neuen Boxen, die ich habe, mal im Battlefield ausprobieren. Aber das sehen wir dann. Haut rein. Euch eine gute Nacht. Ciao.